Herzlich willkommen und aufgepasst, heute haben wir was ganz Spezielles für euch am Start und zwar können wir heute alleine tanzen. Cha-Cha-Cha wird unser Thema sein, aber man benötigt heute keinen Partner für die ganze Nummer. Das heißt, alle Mann Platz schaffen im Wohnzimmer und viel Spaß bei unserem nächsten Tutorial. Los geht's! So, und jetzt legen wir gleich auch schon los mit unserem Cha-Cha-Cha. Heute ist das Thema, wie gesagt, ein Line-Dance. Natürlich ist das schönste Hobby zu zweit das Tanzen mit dem Partner, selbstverständlich. Aber gerade heutzutage ist es ja nicht ganz so einfach mit der Nähe. Und vielleicht hat man auch gerade gar keinen Partner griffbereit. Deswegen sind wir auch auf die Kundenwünsche eingegangen. Da möchte ich mich erstmal herzlich bedanken für das zahlreiche, sehr, sehr, sehr positive und auch konstruktive Feedback, das wir von vielen unserer lieben Kunden bekommen. E-Mails, Anrufe, Nachrichten. Wir sind da also überflutet und es freut uns tagtäglich zu hören, dass unsere Arbeit, insbesondere hier bei unserem YouTube-Kanal, so gut ankommt und so toll wahrgenommen wird. Und deswegen reagieren wir da heute auf mehrere Wünsche, die wir schon einbekommen haben, und zwar eben das Tanzen auch ohne Partner. Daher heute ein Line-Dance im Cha-Cha-Cha, der ja hoffentlich einer der beliebtesten Tänze ist für euch alle zu Hause. Und da wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Wir beginnen jetzt erstmal mit den Steps. Bevor ich jetzt hier noch weiter erzähle, gucken wir uns erstmal an, was es heute überhaupt gibt. Den Cha-Cha-Cha sollte man im Grundschritt vielleicht zumindest beherrschen. Einzelne kleine Elemente, sowas wie eine Spot-Turn, ja, drei Cha-Chas als Element wird mit drin sein. Wer das alles noch nie gehört hat, überhaupt gar kein Problem. Dann habt ihr durch diesen Line-Dance sogar einen Vorteil. Wenn es weiterhin mit dem Kursprogramm voranschreitet, dann habt ihr die Elemente schon mal gesehen und auch schon mal getanzt. Wir beginnen erstmal, ich stelle mich mit dem Rücken zu euch, damit ihr besser abschauen könnt, mit geöffneten Füßen. Ungefähr schulterbreit steht ihr und dann beginnt der rechte Fuß vorwärts, aber nicht nur einfach nach vorn, sondern so diagonal nach vorn. Also gefühlt so ein bisschen nach links, fast schon wie eine Promenade. Wir beginnen mit einem Wiegeschritt. Rechts vorwärts haben wir hier einen Wiegeschritt. Schritt und ein Cha-Cha. Seit, und auch hier tanzen wir, einen Wiegeschritt und ein Cha-Cha. Seit. Das könnte man jetzt natürlich erst ein paar Mal üben. Ganz entspannt, machen wir noch einmal. Wir starten mit rechts und Wiege, Cha-Cha. Seit und Wiege und Cha-Cha. Seit. Als nächstes tanzen wir eine Spot-Turn, beziehungsweise zwei Spot-Turns. Und zwar so, dass wir nach vorne gucken. Sucht euch eine Wand oder den Fernseher oder die Couch. Da guckt ihr jetzt hin. Und wir gehen rechts nach vorne. Tanzen einmal vorwärts, drehen links herum, belasten den Fuß am Platz. Jetzt gucken wir in die falsche Richtung. Wahrscheinlich guckt ihr jetzt von mir weg oder über die Schulter zu mir. Und jetzt gehen wir noch einmal rechts nach vorne und drehen weiterhin links herum. Und belasten nochmal den linken Fuß auf der Stelle. Das machen wir direkt nochmal. Zwei Spot-Turns, jeweils mit einer halben Drehung. Jetzt und vor am Platz und vor am Platz. Da haben wir kein Cha-Cha-Cha mittendrin. Da geht es wirklich nur um das Element der Spot-Turn. Wir machen es einmal von Anfang gemeinsam. Wir starten alle mit rechts diagonal nach vorn. Jetzt und wiege, Cha-Cha, seit, wiege, Cha-Cha seit und vor am Platz, vor am Platz. Jetzt gehen wir mit dem rechten Fuß einen Schritt zur Seite und wir haben da jetzt eine Hüftbewegung. Cha-Cha ist ein lateinamerikanischer Tanz. Das heißt, wenn ihr wollt, dürft ihr jetzt hier gerne die liegende Acht probieren auszutanzen. Wer da schon mal was von gehört hat. Wer das nicht beherrscht und noch nie gehört hat, überhaupt kein Problem. Der kann die Hüfte auch einfach einmal so ein bisschen kreisen lassen. Auch das reicht vollkommen aus. Die Arme übrigens bei der gesamten Choreografie immer leicht angewinkelt lassen. Nicht hängen lassen oder irgendwie nach oben reißen. Einfach ganz locker und entspannt angewinkelt. Dann sieht es auch schön aus und dann sieht es total leger aus. Das ist wichtig. Also, wir machen noch einmal den ganzen Schritt von vorn. Mit rechts begonnen, schräg nach vorne. Und wiege, Cha-Cha, seit, wiege, Cha-Cha. Und wir drehen vor am Platz und Hüfte, 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 Stopp. Am Ende sollte der rechte Fuß frei bleiben. Das heißt, auch wenn ihr die runde Hüftbewegung gemacht habt, bleibt bitte auf dem linken Bein mit dem Gewicht. Jetzt habt ihr den rechten Fuß frei und wir tanzen jetzt mehrere Cha-Cha-Schritte diagonal nach vorn. Stellt euch vor, ihr würdet so Schlittschuh laufen, na, diagonal nach vorn, nur dass ihr jedes Mal, wenn ihr nach vorne geht, einen Cha-Cha-Cha tanzt. Mit rechts fangen wir an und haben hier Cha-Cha 1,
Cha-Cha 2, Cha-Cha 3 und Cha-Cha 4. Das Element drei Cha-Chas, das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, ist ja so ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass wir halt jetzt vier Cha-Chas und nicht nur drei tanzen. Ja? Das machen wir noch einmal. Mit dem rechten Fuß vorwärts geht's los in die vier Cha-Chas in dem Fall. Wir haben Cha-Cha 1, Cha-Cha 2, Cha-Cha 3 und Cha-Cha 4. Jetzt kommt schon das letzte Element unseres Line Dances, denn dann kann sich die Choreo komplett geschlossen in sich wiederholen. Wir haben jetzt einen Kickball Change. Das heißt, wir nehmen den rechten Fuß und haben einen Kick oder einen Tritt nach vorne und haben dann einen Schrittwechsel am Platz. Das machen wir nochmal mit rechts vorwärts, Kick am Platz oder auch Rückplatz, wer möchte, und noch einmal Kick, Rückplatz und Kick, Rückplatz. Platz und Kick, Rück, Platz. Einfach so ein bisschen für das Element. Effektiv brauchen wir den Schritt Kick, Rück, Platz, aber nur zweimal. Das machen wir bitte einmal mit rechts begonnen. Jetzt und Kick, Rück, Platz, Kick, Rück, Platz. Während wir das machen, haben wir jetzt noch die Zusatzoption, uns dabei eine halbe Drehung links herum zu bewegen. Dann hätten wir nämlich bei dem Tanz immer zwei verschiedene Startrichtungen. Ich würde mich jetzt drehen, gucke dann zu euch und da beginnt gleich der Tanz tatsächlich komplett von vorne. Wenn ihr das nicht möchtet oder wenn die Drehung euch zu kompliziert ist, überhaupt gar kein Problem, dann tanzt ihr einfach Kick, Rück, Platz, Kick, Rück, Platz, da wo ihr jetzt seid. Oder alternativ tanzt ihr Kick, wir drehen nach links, und Kick, wir drehen nach links. Dann haben wir eine halbe Drehung geschafft, jeweils ein Viertel. Dann tanzen wir einen Schritt mit rechts zur Seite und einen Schritt mit links zur Seite, sodass wir wieder ungefähr schulterbreit stehen. Ich stehe ein bisschen breiter, ich stehe so breit, wie ich gerne Schultern hätte. Also mache ich es nochmal hier, ohne Drehung vielleicht, dann könnt ihr es besser sehen. Mit dem rechten Fuß haben wir Kick, Rück, Platz, Kick, Rück, Platz. Wir gehen seit, seit, klatschen einmal nach rechts und klatschen einmal nach links. Hätte man jetzt Nachbarn, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder neben sich, könnte man natürlich, wenn man das in Reihe tanzt, hier auch Schritt, Schritt, Klatsch, Klatsch bei den Freunden oder beim Partner abklatschen. Und dann kann man es doch wieder mit einem Partner tanzen. Aber in der Hauptsache ist es für euch allein gedacht, dieser Modetanz. Ja? Jetzt mache ich das noch einmal mit der Drehung. Der rechte Fuß beginnt mit dem Kickball-Change und wir drehen uns jeweils ein Viertel nach links. Wir haben Kickball Change, Kickball Change, rechter Fuß, linker Fuß, rechts klatschen, links klatschen. Und jetzt stehen wir perfekt in der Ausgangsposition, um mit dem Wiegeteil wieder komplett von vorne zu starten. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Ich drehe mich nochmal rum und dann dürft ihr komplett, wenn ihr Lust habt, auch schon mit einsteigen. Achtung, seid ihr bereit? Es geht los auf 5, 6, 7 und Wiege. Cha-Cha seit, wiege, Spot-Turn jetzt, drehen am Platz, drehen am Platz, Hüfte, Hüfte, Hüfte und Cha-Cha 1, Cha-Cha 2, Cha-Cha 3 und jetzt der Kick. Kick mit einem Viertel, Kick mit einem Viertel, rechter Fuß, linker Fuß, rechte Seite, linke und von vorne 2, Cha-Cha-Cha, wiege, Spot-Turn und halbe Drehung, Hüfte, Hüfte, Hüfte und rechter Fuß, linker und wir kicken und wir drehen und rechts, links, Clap, Clap und an der Stelle geht wieder alles von vorne los. Das ist unser Cha-Cha-Line-Dance für euch, den ihr heute oder auch in Zukunft regelmäßig ausprobieren und tanzen dürft. Ihr könnt natürlich jedes x-beliebige Cha-Cha-Lied als Unterstützung dazu nehmen. Für den Anfang natürlich ein bisschen was Einfacheres, was Langsameres. Wir haben euch aber selbstverständlich nochmal auch ein langsames Übungslied verlinkt, damit ihr dann auch entspannt üben könnt. Und in der Kommentarbox unten haben wir nochmal unsere Spotify-Playlist für euch vorbereitet. Da sind reichlich Cha-Chas und wenn ihr allgemein bei Spotify Tanzschule Thiele eingebt, dann findet ihr eine Vielzahl von Playlisten zu jedem Tanz inklusive einer Tanzparty-Playlist. Dann könnt ihr euer Wohnzimmer zu einem Ballsaal verwandeln und den ganzen Abend tanzen, wenn ihr Lust habt.
Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch für euch in unserem geschlossenen und exklusiven Mitgliederbereich eine reichhaltige Auswahl von vielen, vielen weiteren Tanzthemen vorbereitet. Da gibt es nicht nur die Paartänze für euch, da gibt es zum Beispiel auch den Tanzfitnessbereich, da gibt es auch Kindertänze, Solotänze, Choreografien. Es gibt aber auch viele weitere Line Dances. Wenn euch das jetzt gefallen hat, der Cha-Cha-Cha Line Dance, dann könnt ihr auch da noch viele weitere Line Dances abrufen und für euch zu Hause lernen. Gerne auch da, lasst uns wissen, wie es euch gefällt. Tanzt vielleicht auch mal ein bisschen was selbst auf einem Video, schickt uns die Videos oder die Fotos. Wir freuen uns so sehr über jedes Feedback. Bleibt uns aber auch weiterhin hier auf unserem YouTube-Kanal treu, denn wir haben natürlich auch hier weiterhin exklusive YouTube-Inhalte vorbereitet, die ab der nächsten Woche auch wieder weiter hochgeladen werden. Und es gibt so viele schöne Sachen, die wir für euch schon vorbereitet haben, auf die ihr euch in den kommenden Wochen freuen könnt, bis wir uns dann hier endlich wieder vor Ort im Saal sehen können, wo es natürlich viel, viel schöner noch ist, als alles andere online zu haben. Aber so soll es auf jeden Fall weiterhin erstmal sein. Viel Spaß jetzt hier mit unserer Cha-Cha-Cha Line Dance Choreografie. Unsere Musik haben wir verlinkt. Spotify Playlisten sind vorbereitet. Auch da zahlreiche Playlisten. Nutzt sie, spielt alles zu Hause ab und viel, 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 viel Freude beim Tanzen zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Ciao.